Ein herzliches Hallo und einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer du das hören mögest, mögest dich inspirieren, erfüllt und erfolgreich deine Berufung, dein Seelenbusiness, Herzensbusiness, Herzensprojekt zu leben. Und auch heute nehme ich dich mit ein kleines bisschen in meinen Business, Seelenbusiness Alltag und teile mit dir meine Erfahrung mit meinen Lieblingskunden, mit meiner Community, um tatsächlich ja, dich zu inspirieren, immer mehr in deine eigene Kraft und Macht zu kommen. Und genau daraus, aus diesem ja, wundervollen Schöpferbewusstsein, genau das zu kreieren, was wir auch wirklich kreieren wollen. Und auch heute ist ein wunderschöner Herbsttag. Ich schaue raus und kann es gerade gar nicht abwarten, wieder rauszugehen. Heute steht eine größere Wanderung an, in einem wunderschönen Ort, am Wasser entlang und auch mit Wald. Und ich freue mich schon total. Und bevor ich das jetzt mache oder bald mache, wie gesagt, möchte ich dir noch den heutigen Impuls mitgeben. Ein sehr wichtiges Thema in meiner beruflichen Praxis, das sehe ich, ist ein Riesenthema bei vielen meiner Kunden. Und auch heute gibt es diese Botschaft als schöne Karte und zwar in unserer Facebook-Gruppe zum Downloaden. Aber was ist die Botschaft heute? Die Botschaft lautet: Verkaufen ist ein Akt der Liebe. Denn genau das, was du von Herzen zu geben hast, ist so wertvoll und wird gebraucht. Somit ist Verkaufen nichts, was du jemand antust. Es ist vielmehr so, dass du damit jemand etwas Gutes tust. Es ist ein Akt der reinen Liebe. Lass es bei dir ankommen. Ich weiß, die meisten zucken schon zusammen. Und wenn das bei dir jetzt der Fall war, wenn du jetzt bei Verkaufen ist ein Akt der reinen Liebe gedacht hast, die hat einen an der Waffel oder so ein Scheiß oder wenn da so Negativität in Anführungsstrich jetzt bei dir hochgekommen ist oder auch Widerstand, dann ist diese kleine Podcast-Folge genau für dich richtig perfekt. Denn das ist meines Erachtens eins der größten Limitierungen, die wir in einem Kontext mit dem Seelenbusiness, Herzensbusiness überhaupt haben können. Und nicht nur da, auch in einem normalen Business. Viele Menschen sehen dieses sozusagen das anzubieten, was sie von Herzen geben wollen, sehen sie als schwierig. Und die meisten Menschen, die zu mir kommen und mit mir zusammenarbeiten wollen, sagen so etwas Ähnliches in diesem Kontext. Naja, ich wünsche mir, dass meine Kunden so ganz von alleine zu mir kommen, dass ich da nichts irgendwie groß machen muss, weil ich nicht tausend Videos machen muss oder mich ständig irgendwie präsentieren muss und so weiter. Und das ist ein mega, mega Thema. Denn was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn du eine Aversion dagegen hast, sozusagen das, was du sozusagen in die Welt bringen willst, wenn du das nicht kommunizieren willst, du nicht kommunizieren kannst und dich dagegen sträubst. Im Grunde sind es Programmierungen, die eigentlich gar nicht unsere eigenen Programmierungen sind. Und das kannst du auch bei dir selbst mal checken, denn was macht es für einen Sinn, dass das, wozu du dich entschlossen hast, wo du denkst, dass es etwas Wundervolles, etwas Großartiges, ein Geschenk an die Welt ist, wie kann es dann etwas Schlechtes sein, wenn du das verkaufst, wenn du dafür einstehst, wenn du das anbietest, wenn du sagst, hey, ich bin hier und ich habe dir genau das biete ich dir an und es kommt von Herzen. Und das ist doch, wenn du mal überlegst, also diese Aussage. Ich weiß, dass viele sagen, ich möchte das nicht oder ich traue mich nicht, ich schäme mich und so weiter. Und genau da geht es dann noch ein bisschen tiefer. Es geht um deinen Selbstwert, der aber nicht nur von dir selbst angekratzt ist, sondern du hast das eher übernommen. Wir sollen eher bescheiden sein, wir sollen uns zurückhalten und so weiter. Das haben wir wahrscheinlich auch großflächig eingetrichtert bekommen. Also ich auf jeden Fall. Ich habe immer gesagt bekommen, sei leiser, halt dich zurück, sei bescheidener und so weiter. Stell dich nicht immer in den Vordergrund und oder in den Mittelpunkt oder wie auch immer. Und genau da, wir unterdrücken sozusagen unser natürlichstes Sein. Denn das, was uns Freude macht, das wollen wir doch mit der Welt teilen. Das ist etwas ganz Natürliches. Wenn ich ein Projekt habe oder wenn ich jetzt zum Beispiel das Herzensprojekt 2021, das ist das Projekt, wo jetzt
Wo ich bin so begeistert, ja. Also wir haben schon die erste Runde, die startet morgen, genau. Und die nächste Runde startet schon, weil es so geil ist, am 1.12. Und die Vorstellung, sozusagen, was ich damit in die Welt bringe, was wir gemeinsam kreieren, weil da geht es darum, wirklich das Herzensprojekt, dein eigenes Herzensprojekt oder Projekte für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre zu kreieren, zu manifestieren. Und wenn ich mir vorstelle, wie geil das ist, wenn wir da zusammenwirken, wie könnte ich mich da zurückhalten? Wie könnte ich dann sagen, ja, ich sag dir vielleicht mal ganz kurz, was ich da mache? Sondern ich sage dir das, weil ich begeistert bin von dem, was ich da tue und weil ich weiß, dass es ein Mehrwert für mich, für meine Kunden, für die Gemeinschaft ist, für das Gemeinwohl. Und du hast auch so etwas. Und wenn du aber jetzt dich zurückhältst, ja, das ist wieder die Natur. Das muss ich ganz klar sagen. Das, was du zu geben hast, wenn du nicht bereit bist, das auch zu kommunizieren und voller Begeisterung mit der Welt zu teilen, auf welche Art auch immer du das tust, das ist völlig wurscht im Prinzip, das, was dir am meisten liegt. Aber wenn du da eine Hemmung hast, dann darfst du ein bisschen tiefer schauen. Und das ist das, was wir übrigens auch immer im Celebrate Your Business Passion Projekt machen, im Mentoring. Das ist eins der Themen, wo wir uns genauer anschauen. Gerade weil da geht es ja scheinbar um das Marketing, ja. Und viele sagen, ja, ich will nicht so dieses Verkaufen und Marketing und so weiter. Ist nicht so meins. Und nochmal, wenn wir da ein bisschen tiefer schauen, dann decken wir das überhaupt auf. Da geht es um Thema Selbstwert. Was glaube ich? Wie viel wertschätze ich das, was ich zu geben habe? Bin ich so verliebt wie ich jetzt zum Beispiel in dieses Projekt Herzensprojekt 2021 oder überhaupt in mein Celebrate Your Business Passion Projekt, wo ich so viele Menschen, so viele Solopreneure oder Seelenbusiness Owner begleite und was wir da alles schon Geiles zusammen kreiert haben, noch kreieren werden. Da entstehen ja ganz wundervolle neue Projekte. Und ich bin so begeistert, dass wir das alles zusammen machen, dass ich Teil davon sein kann, dass ich sozusagen den Raum öffnen kann und begleiten darf. Das erfüllt mich zutiefst. Das macht mich, ja, das befriedet mich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist großartig. Vor allen Dingen die Vorstellung. Für mich ist es immer so, ich bin eine Visionärin und ich sehe, wo wir hingehen. Und dieses Wissen, dass ich gemeinsam mit den Menschen, mit denen ich zusammenwirke, dass wir uns darauf hinbewegen, dass wir das kreieren, dass wir diese wundervolle neue Welt erschaffen. Das, ganz ehrlich, das ist so erfüllend, so großartig, so berührend. Und wie könnte ich dir nicht davon erzählen? Warum sollte ich mich zurückhalten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, ich muss dir jetzt nicht sagen, du hast die Begeisterung selbst da rausgespürt. Und du hast doch auch etwas zu geben, etwas, was wichtig ist. Egal für welchen Personenkreis oder Unternehmenskreis oder wie auch immer. Du hast etwas, was du in dir trägst. Also erlaube dir doch, das mit der Welt zu teilen. Erlaube dir, das zu verkaufen. Erlaube dir, dass Menschen das auch finden können. Und steh dafür ein. Und schau, mach dir erstmal bewusst, wie wichtig das Ganze ist, wie wertvoll das Ganze ist und wem das Ganze dient. Und nochmal, das, was du zu geben hast, das tust du ja niemand an. Das ist ein Akt der Liebe für jemand, egal um was es geht. Ja? Und wenn du das mal verstanden hast und diesen Switch aufgelöst hast, ich weiß, das geht nicht von heute auf morgen, also es kann von heute auf morgen gehen, haben wir alles schon erlebt. Aber es ist auch ein Prozess, es ist ein Bewusstseinsprozess, ja. Und es ist auch ein bisschen tiefer schauen. Also was ist bei mir persönlich, was liegt da noch darunter, dass ich das Verkaufen, das Marketing, das mich zeigen mit dem, was ich zu geben habe, dass ich das noch nicht so kann, dass ich da eher eine Scheu habe, ja. Und wie gesagt, da geht es um Selbstwert, es geht um Bewertung generell und das wird jetzt einfach diesen Podcast sprengen. Aber ich möchte dir heute zurufen, erstens mal dieses Verständnis dafür, dass das, was du zu geben hast, ist ein Akt der reinen Liebe. Und deswegen ist auch das Verkaufen ein wahrer Akt der Liebe. Also einfach mal dieses Bewusstsein dafür zu haben, dich zu öffnen. Und alles, was jetzt hochgekommen ist, auch vor allen Dingen, wenn du es jetzt am Anfang das erste Mal gehört hast, schreib dir das mal auf. Was kommt dir da hoch, wenn du einfach nur diesen Satz dir selbst sagst, wenn ich meine Dienstleistung verkaufe, das ist ein Akt
Akt der reinen Liebe. Was kommt da in dir hoch? Vor allen Dingen dieses, oh nee, und ich will nicht, ich habe keinen Bock und ich will das nicht so machen und so weiter. Schreib dir das alles mal auf und schau dir das mal an. Hol's dir mal in dein Bewusstsein. Was denkst du wirklich über Verkaufen? Und dann schau mal mit den Augen der Liebe da drauf, mit den Augen der Freude auf deine Aussagen. Und dann schau mal, welche Bewertung hast du da drauf? Ja? Und immer wieder mach dir bewusst, das, was du zu geben hast, das wird gebraucht, das ist wertvoll. Denn du bist das fehlende Puzzlestück. Du hast deine Aufgabe, lang bevor du in dieses Leben gekommen bist, hast du dich dafür entschieden. Also nimm deinen Platz ein. Und aber wenn du dich aber irgendwo im Zimmer oder im hintersten Eck verkriechst, wie soll das irgendjemand wahrnehmen? Ja, und dieses Selbstbewusstsein, sozusagen deiner selbstbewusst sich dir zu werden und ein Bewusstsein dafür zu haben, für dein Sein und für dein Wirken, das ist der Schlüssel, um den es hier geht. Ja, wie gesagt, das ist ein Riesenthema im Celebrate Your Business Passion Projekt. Da kannst du einfach mal schauen auf heidimariewellmann.de. Und ansonsten, wenn du jetzt sagst, weil ich es vorhin schon gesagt habe mit dem Herzensprojekt 2021, wenn du für dich ein Herzensprojekt kreieren möchtest, auch wenn es das ist, dass du das, was dir am Herzen liegt, dass du das nach außen bringst, auch dafür ist dieses Projekt perfekt, denn es geht um das, im Grunde geht es um das bewusste Manifestieren. Das ist dieses Herzensprojekt 2021 und das werden 21 geile, fantastische, wundervolle, inspirierende Tage. Und das ist wie, das kannst du dir so vorstellen, wie ein 21-tägiges Retreat. Ja? Also da gibt es nicht nur so nach dem Motto, ja, da gehen wir ja mal live zweimal die Woche und machen dann irgendwas, sondern wir sind jeden Tag im Austausch, im gemeinsamen Wirken, im gemeinsamen Kreieren, Manifestieren und natürlich loslassen, was uns nicht mehr dient. Also es wird auf jeden Fall eine geile Zeit und ich freue mich schon total darauf. Genau. Also, und wie du hörst, wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du auch, dass ich so gut wie jeden Podcast, Interview, Video und so weiter, alles, was ich so nach außen bringe, ich sage dir, was ich zu sagen habe und ich lade dich auch immer ein, dass du siehst, was ich dir zu geben habe, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Auch das verstehe ich nicht als Verkaufen in dem Sinne, ich drücke dir jetzt was auf, ne, ich muss jetzt da noch schnell was reinfügen, sondern ich sehe das als Akt der Liebe für dich, dass du weißt, wie ich dich weiter unterstützen kann. Und ich weiß, dass das, was ich mache, dass das so viele Menschen bisher schon gedient hat und noch dienen wird in der Zukunft. Und deswegen, weil ich weiß, wie wichtig und wie wertvoll mein Wirken und mein Sein ist, kann ich mich nicht zurückhalten, nutze jede Gelegenheit, die ich habe. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Und gerne auch unter diesem Podcast, schreib mir gerne, was deins ist, was ist dein, das, was du nach außen bringst, schreib's hier rein, teile es mit uns, ja, und zwar voller Liebe, voller Freude, voller Selbstbewusstsein und mit diesem Bewusstsein, dass es ein Akt der reinen Liebe ist, was du zu geben hast. Ich freue mich darauf und wünsche dir nun eine fantastische, großartige, wundervolle Zeit und Verkaufe, was das Zeug hält, was du zu geben hast. Denn die Welt braucht dich und dein einzigartiges Licht. Bis dann, ciao.